Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei South Park. Wir haben das letzte Mal hier im Hinterhof gekämpft gegen ein paar Elfen. Zu Hilfe kamen uns... Your word is the command, my lord. Genau. Ach so, dich muss ich da... Okay. Auf jeden Fall haben wir ja hier gekämpft und... Your word is the command, my lord. Ja, ist in Ordnung, gleich. Und müssen jetzt schauen, dass wir irgendwo hier in die Schule reinkommen. Und anscheinend können wir Butters dafür nutzen. Wir haben da oben... Your word is the command, my lord. Ja, wir haben da oben Risse drin. Jetzt muss ich natürlich schauen, wie ich das am besten mache. Gucken wir mal. Wir können die, nicht die Aliens, sondern die Begleiter befehligen. Jetzt ist nur die Frage... Begleiter... Your word is the command, my lord. Ist in Ordnung. Ich muss nur wieder rausfinden, wie das funktioniert. Doch das, dass es immer so selten vorkommt... Und die Befehle immer so... That's not very goth. Ja, und die, und die Befehle immer so komisch sind. Schießen, Aliensonde, Begleiter befehligen. Your word is the command, my lord. Ja, ich würde dich auch gerne befehligen, wenn ich wieder mal rausbekomme, wie. Dann wäre das super. So, machen wir mal F. What? That'd just be silly. That'd just be silly. Irgendwie muss ich dich hier reinbringen. Oder ich muss dich da hochschicken oder sowas. That'd just be silly. That'd just be silly. Ja, ja, das wäre einfach dumm, ist schon klar. That'd just be silly. Aber irgendwie muss ich dich doch bewegen können, wenn du die ganze Zeit... Your word is the command, my lord. Ach so, auf ihn. Ah, okay, weil er verletzt ist, ne? Yes, okay. Sir. Mach doch mal. Yeah, hey, I'm healed, except for on the inside. Cool. Und er macht uns jetzt die Tür auf. We locked it so nobody else could get in. Here. Ey, danke schön. was mich nur nervt ist, man sieht's die ganze Zeit links oben. Wo ist es denn? Karte, Sammlerobjekte, Gruppe, Home, genau. Al Gore spammt mich halt echt zu. Ne, wir müssen schauen, dass wir den irgendwie beseitigen. Was hat denn der? Gefällt mir, wenn du ein Junior Algorian bist. Hey, wie läuft dein Tag? Ich glaube, SBM findet jetzt gerade Geheimbasis, bla bla. Test für das Notfall, Schweinebärmann, Sendenetz, test. Ich schmeiße eine riesige SBM-Themenparty. So viele tolle Leute hier. Mann, oh Mann, wenn du diese Nachricht nicht teilst, wird Schweinebärmann die Regierung stilllegen. Hey, ich bin's Al Gore. Echt übel, aber wir werden den auf jeden Fall nochmal angreifen, ganz klar, weil den möchte ich nämlich weghaben. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erst einmal rein und schauen mal, was innen los ist. New kid, if you're in the building, you're fighting for a tyrant, but I know there's good in you. Stop fighting for your evil lord. Free yourself from his control. Okay, schauen wir erst einmal, ob wir dieses Gym Pokémon bekommen hier. Oder ist da ist ein Hund drin, oder wie? Warte mal. Okay, da kann ich nichts weitermachen. Irgendwie Scheiben oder sowas. Na gut. Schauen wir mal weiter. Alles nehmen. Auch sorry, dass jetzt in der letzten Zeit ein bisschen weniger gekommen ist. Ich komme nicht mehr so häufig dazu. Und South Park ist halt nur so ein Nebenbei-Projekt, sagen wir mal so. Alles nehmen. Kann ich da noch irgendwas machen? Da oben die Becher runterhauen oder so. Da haben wir noch ein Opfer. Okay, alles nehmen. Können wir hier irgendwas runterschießen? Töpfe. Schon wieder eine neue Nachricht von Al Gore. Und da ist sonst nichts, ne? Okay. Dann schauen wir mal hier durch. Elves only. Jeez, there's a mess in here. Those elves were crazy. So. Neue Nachricht von... Don't go in there, man. Oops. We just got through the back. They just mowed us down. Like dogs, man. All my friends are dead. Oh, Jesus. Okay. Videospiel, Wasserballon. Wir sammeln natürlich das ein, ne? Wenn die schon gefightet haben, dann ist ja in Ordnung. Oh, was gibt's da? Achso, da kann ich die Sachen kaufen, alles klar. Brauchen wir, denke ich, jetzt mal nicht.
Können wir da rein? You can't hide from me. Ah. You're not getting past me. Habe ich jetzt den ersten Schlag? Ich hoffe es. Prepare to eat shit. Nein. Okay. Auch kontern. Ja, sag mal. Blutet. Ihr seid solche Hunde. Ehrlich, weil viel Schaden macht, habt ihr? Moment, gucken wir mal ganz kurz. Ihr habt 1223. Mein Turn. Okay, dann werde ich jetzt auf jeden Fall erst noch meinen Gesundheitstrank nehmen. Jawohl. Und dann probieren wir das einmal mit den Bad Dada Run. Okay, das macht nicht sehr viel Schaden, aber die haben immerhin Kontern drin, ne? Das ist halt das Problem. So, was machen wir denn mit dir? Lass mal hier einen Klumpen schmeißen. I have to go to the bathroom. Auf dich oder auf dich? Du blutest zwei, dann auf dich. Let's go, asshole. Okay, schauen wir mal. Butters Hammer. Ich kann halt leider die nicht angreifen, ne? Das ist das Blöde. Jetzt könnten wir höchstens noch schauen, Hammer der Gerechtigkeit oder das hier noch besser. Das mit dem Blitz. Klingeling, Blitz, Hammer trifft. Okay. We're still doing this, right? Ja. Feel my righteous fury. Oh yes. Oh yes, das war gut. I'm gonna mess you up, dude. Wut der Elfen, das stört mich nicht. Dieser Elf wird dich fertig machen, okay. Mit Eile, aber der stirbt auch. Okay, und dann bist du eigentlich nur noch du dran. Das heißt, wir können hier mit dem Stab einfach mal zuhauen. Mach mal einen heftigen. Oder nee, mach mal drei einzelne. Ah, Motherfucker! Okay, dann war's das schon. Whoopee! Wunderbar. So, wir nehmen natürlich alles. Da war irgendein Abzeichen mit drin. Okay, gucken wir mal. Humans keep out. Ist in Ordnung, streift der Strohhalm. Keramikscherbe. Euch erwische ich ja nicht. Also schauen wir mal weiter. Wir haben das da. Okay, und dann müssen wir nur noch den Strom darunter schauen, ne? Aber ist die Frage, von wo aus? Weil das bringt halt nicht sehr viel, oder? Puh, wir probieren es mal. Ja, okay, das hat nicht wirklich was gebracht, ne? Ist in Ordnung. Ja, ja. Ist in Ordnung. Wir haben hier oben Kleider befehligen, schießen. Oh, yes. You're the greatest natural spellcapper I've ever seen. Oh, it's on. Jawohl. Euch zwei ja auch immer auf jeden Fall zuerst. I hope you fellas don't get angry, but I have to smite you. So, ich würde sagen, wir machen erstmal einen hinterhältigen Angriff natürlich wieder. Und zwar, oh, ja, der ist eh schon tilt. Auf ihn. Ah! Damit ist er betäubt und hat eh nicht mehr sehr viel Leben, ne? Okay, und Butters, du kannst einmal deinen Strom machen. Feel my righteous fury. Can't hurt me. Ach, du hast, okay. Dann warte mal, dann machen wir mit ihm hier. Linken Maustaste. Ja. Watch this shit.
Okay, er blutet mal zwei. Das heißt, ich gehe einmal mit Butters auf ihn. Oh yes, das ist gut. Reflektieren hat er. Aber das stört mich nicht, weil ich mache einfach mal den hier. Okay, das ist natürlich Mist. Und reflektieren, naja, gut, Butters. Okay, das hat ganz gut hingehauen anscheinend. Oh, verlangsamt. Aber du bist jetzt auch Tilt. Okay, na, dann hat's ja gepasst. Schauen wir mal, was habt denn ihr? Nekromantenhandschuhe? Die schauen wir uns gleich einmal an, was das für welche sind. Alles nehmen. Da oben haben wir noch was. Okay, zerstören kann man das ja so nicht. Da liegt noch ein Papier, oder? Stöckchen. Ja, ich wollte dich eigentlich gar nicht. Ich habe eigentlich probiert, ob ich hier irgendwas... Also schauen wir mal rein. Inventar. Wir haben... Genau, das. Alter Schwamm. Nein. Ach hier, Handschuhe, na klar. Okay, also aktuell haben wir diese hier und die Nekromantenhandschuhe haben. Fügt 5 Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe und plus 20% Schaden gegen Zombies. Wir haben allerdings hier, denke ich mal, nicht gegen Zombies zu kämpfen. Ich lasse jetzt einfach mal die Försterhandschuhe an. Das da interessiert mich nicht. Fähigkeiten haben wir noch einen Punkt. Da wollte ich jetzt mal auf Tod der 1000 Schnitte gehen. Weil wir haben das da schon voll... Exekutieren. Oh, fügt betäubten Zielen zusätzlich. Wir könnten doch das hier mal machen, würde ich sagen. Komm, wir machen hier noch weiter Ausbau. Das passt schon. Läuft uns ja nicht weg. Verfügbarer Vorteil. Immer wenn du mit einer Waffe einen magischen Angriff durchführst, werden ein paar Trefferpunkte aufgefüllt. Perfektioniere die Kunst des Verhöhnens und bewirke zusätzlichen Schaden an Okay. Schützt meine Eier, nimmst viel weniger Schaden, wenn du schwer verletzt bist. Das möchte ich aber nicht. Gegenstände lässt deine Angriffe für eine Weile mehr Schaden kämpfen oder fliehen. Deine Angriffe fügen größeren Schaden zu, wenn du schwer verletzt bist. Bewirke zusätzlichen Schaden bei Feinden, die bluten oder und erleide selbst weniger. Das wäre jetzt auch noch was, ne? Kriegsfurt. Zweiter Wind. Wiederbelebungstränke, die du auf dich oder deinen Begleiter anwendest, bringen dem Empfänger jetzt die volle Gesundheit zurück. Das könnten wir auf jeden Fall brauchen. Also gerade wenn wir dann gegen Al Gore antreten, würde ich sagen, machen wir mal lieber das da. Wir gucken aber trotzdem noch mal ganz kurz zurück, weil da vorne war ja auch noch irgendwas. Ach Mann, die hätte ich von hier, hätte ich die ausknipsen können, hier mit dem, okay. Keramik und Glas, was ist mit euch? Fuck this shit. I don't wanna play anymore. Ich will nicht mehr spielen, alles klar. Strohhalm. Da können wir noch jemanden ausbeuten. Basketball Level 8. Was soll denn das sein? 190 bis 355 abprallen, trifft ein zufälliges Ziel, trifft für zusätzlichen Schaden stark. Okay. Müssen wir mal gucken, wo wir das anlegen müssen. Wir nehmen natürlich alles. Stärketrank. Cool. Zerfetztes Plastik. Gut. Ist hier noch irgendwas anderes? Ne, der Trash vielleicht noch. Plastik. Da können wir nichts weiter zerstören, ne? Ne, und hier sehe ich jetzt auch nicht, dass irgendwas wäre. Also passt es. Gut. Dann einmal weiter hier. Achso, ja. Das konnte ich ja nicht nehmen, ne? Oh, geht's da noch weiter? Nee, da geht's hier hoch, aber... Dann müsst ihr... Ah, ich seh's.
Und dann kann man von hier aus angreifen. Ah. Ist in Ordnung. Aber runterspringen, so kann ich leider nicht. Okay, lass uns durch die Tür gehen. Was passiert hier? Ah. Da komme ich leider nicht durch. Ah, Motherfucker! Kronkorken. Critter! Hier ist auch schon alles. Nein. Ah, da oben haben wir es. Okay, das hat aber auch nicht viel gebracht. These are the terms of your surrender. One, you will be the Owl's personal slave for a month. 1 month. Two, you agree that the Elves are masters of the stick for all time. Three, you and... Hey, hand me the mic for a second. Three, the so-called Grand Wizard has to jump up and down continuously for 3 straight days. If he stops early, he has to start over. Okay. Wir schnappen uns erstmal alles, was geht. Hier ist anscheinend auch nochmal irgendwas. Okay. Das ist natürlich nicht schlecht, wenn wir die jetzt halt ausnocken können, schon vorweg. Da können wir auch nicht. Gut, dann müssen wir doch die Basement, oder kann ich da oben irgendwas machen? Nein. Schenke sind auch zu. Okay, dann lasst uns da rein. Aha, wir müssen quasi noch weiter runter. Stay back, you guys! Something is seriously wrong with the hallway monitors! Help, please. That's Gary Nielsen! Don't touch him, he's ginger! We came to school the morning after the earthquake to report for duty. We didn't know school had been canceled. We heard a sound from down here. Found this green goo. It was everywhere. It changed the other hallway monitors. Serves you right for being a patsy-ass hallway monitor in the first place. Something in the goo. Einen schönen Tag allerseits! Somehow that green goo makes ginger hallway monitors even lamer! Okay, wir haben hier eine Nazi-Schule. Oh. Er holt natürlich seine Freundchen. Schild. Schild. Und. Okay, ein bisschen konnte ich. Schauen wir mal, ob wir ihn ausnocken können. Entweder ihn oder. 1598. Jawohl! Wir konzentrieren uns auf ihn, würde ich sagen. Scheiße! So kann man es auch sagen. So, ich kann bloß mit Butters hier nicht angreifen. Doch, ich kann angreifen. Das ist gut. Dann bitte einmal hier. Oh, nur 539. Das ist natürlich Abwehr verringert. Abwehr verringert. Das werden wir gleich nochmal austesten. Jetzt ist nur die Sache. Jetzt kann ich wahrscheinlich den Machttrank nicht nehmen, oder? Schönen Tag. Ja, wir sind beide angewidert. Oh, okay. Dann brauchen wir den Heiltrank. Okay. Und dann hauen wir denen einmal die Badadarangs um die Ohren. Ich hoffe, dass das funktioniert. Nein! Yes, gut. Dann kannst du deine Blitzfähigkeiten mal machen. Feel my righteous fury! Vollendung! Okay, da habe ich irgendwie falsch gedrückt oder so. Nochmal ein Ding abgezogen. Aber es macht halt immer nur einen Schaden, dieser Konterangriff, ne? Das ist nicht gut. Was hat denn der noch? 2400? Die haben eigentlich jawohl!
alle noch recht wenig, aber lasst uns mal vielleicht einen kleinen Gesundheitstrank nehmen. Vielleicht von denen, wo wir am meisten haben. Schönen Tag! Hier, das da, Gegenstand. Einmal auf mich bitte. Dankeschön, und dann machen wir den hier. Ach du Liebe! Boah, der macht nur einen Schaden. Verdammt. Es war zwar perfekt, aber was bringt mir das, ne? Halt, warte mal. Bist du noch angewidert? Ja, du bist noch angewidert. Jawohl! Dann machen wir hier einmal bei dir Heiltrank. Schönen Tag. Und dann darfst du einmal mit dem Hammer loslegen. Auf ihn hier. Scheiße! Oh, verdammt. Schon wieder Abwehr verringert. Ach du Liebe! Mein Unleben! Okay, er ist gestorben. Er hat noch, okay. Jawohl! Dann würde ich sagen, gleich nochmal Heiltrank. Und dann schauen wir mal, wie wir mit dem Stab hinkommen. Er hat ja nicht mehr viel und er hat auch nicht mehr viel. Ich würde trotzdem sagen, wir machen auf ihn hier. Mein Gott! So, und Butters, du darfst auch einmal hier voll drauf. Autsch! Käsebällchen. Oh. Ach du Liebe! Okay, dann warte. Dann knocke ich dich nämlich nochmal aus. Ich bin so fies. Scheiße! Wir haben Mannertrank bekommen, das ist natürlich gut. Butters, du darfst einmal hier richtig volle Knecke draufhauen. Ja, und jetzt. Jawohl, perfekt. Dude, what happened to these guys? Sieh, heiliger Hammer. Okay. Schau mal, finden wir hier noch irgendwas? Mannertrank. Okay, schauen wir mal. Was habt ihr denn einstecken? Armbänder. Level 7 Tagwanderer. Was ist denn das? Steigert deine maximalen Magiepunkte um 2. Wir nehmen natürlich einfach alles, weil ich glaube nicht, dass wir von den Stickern jetzt irgendwas brauchen. Da haben wir ein Holz. Ein Schwamm. Die da würde ich gerne aufmachen. Oh, Candice-Zuckerverpackung. Schauen wir mal, was das kann. Du heilst jede Runde im Kampf 50 Trefferpunkte. Das ist gut. Auf jeden Fall. Da schauen wir gleich einmal, dass wir den einsetzen können. Das ist nice. Warte mal, was haben wir denn da? Fügt bei perfekten Angriffen 50 Feuerschaden hinzu. Machen wir mal auf Ändern. Ja, müssen wir das dann eben mal entfernen. Das ist 50. Wo ist denn das jetzt mit den 50? Ach so, nee, warte mal. Wir lassen das. Das geht. Das sind andere Abzeichen, oder? Kann das sein? Das ist für die Rüstung ist das, ne? Fügen 50 zusätzlichen Schaden. Wäre jetzt 103, wenn du einen Feind tötest. Schauen wir mal hier. Fügen 40% mehr Schaden zu. Und erleiden bis zu 25 Schaden. Gehen wir mal da drauf, weil hier haben wir nämlich dann das mit dem. Genau, du hast jede Runde 50 Trefferpunkte. Wir machen das da raus. Obwohl, es ist ja ein Quatsch, ne? Ich kann mich ja heilen mit Tränken und so weiter. Also das brauchen wir nicht unbedingt. Nee, das, okay, lassen wir es. Was haben wir hier? Achso, der heilige Hammer. Der hat aber viel weniger. Der hat bis zu 1100. Der hat nur bis zu 753. Hat aber 100 plus 100. Was ist das? Heiligschaden oder wie? Okay, was haben wir hier? Der Basketball.
190 bis 355, also nach das Ding auf jeden Fall immer noch mehr. So, Mana-Trank, was haben wir hier neu? Gar nichts. Oder das war neu, ne? Scharfe Hähnchenflügel bringen 70 Mana. Und das ist uninteressant. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal noch durch die letzte Tür hier. Ui. Schnell! It's probably just a lost German exchange student. Ein Verirrter, ja, ja. Jawohl! Okay. Da weiß ich jetzt allerdings nicht, ob ich da durchlaufen kann. Ich denke mal, wir müssen das hier oben zudrehen. Ah, okay. Jawohl! Geld, Mana, Trank, alles nehmen. Ist hier noch irgendwas zum kaputt machen? Sonst nicht. Schönen Tag. Schauen wir mal, wo es da hingeht. Okay, hier kommen wir weiter und können dann quasi darunter, ne? Jawohl! Mein Unleben! Okay. Also das da konnte ich jetzt zum Brennen bringen. Schönen Tag. Okay, dann laufen wir halt nochmal runter. Können wir hier durchlaufen? Wow, look at all this green goo. What the hell is that stuff? Jawohl! Was haben wir da? Ventilations-Maintenance-Access. Ah, wir können dann da hinten rum. Schönen Tag. Ah, und dann haben wir den Strom aus. Alles klar. Aber ich würde sagen, wir machen dann beim nächsten Mal weiter, weil der Kampf, der wird wahrscheinlich wieder eine Zeit lang dauern. Genau. Von daher wird... Ich soll dich irgendwo hinschicken? Jawohl! Das geht nicht. Okay. What? That'd just be silly. Ja, ich weiß. Jetzt gehen wir aus dem Weg. Ich möchte hier mal Tschüss sagen. Alles klar. Leute, wenn es euch gefallen hat heute, lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.